ein schnelles Update zur Kiste mit den Weiselzellen. Mit der Drohnenbrut, mit der Weiselzelle, die da war. Und was mit dem Volk jetzt ist, wo ich gesagt habe, da müssen wir mal dranbleiben, müssen wir mal gucken, was passiert ist, was passieren wird. Es windet sehr stark, ich hoffe, man hört trotzdem was. Schaffen wir uns mal Platz. Also hier haben wir eine Futterwabe, nehmen wir mal raus. Schnell durch, also Drohnenbrut, Buckelbrut haben wir hier. Wir sehen keine Stifte. Schauen wir mal, ob eine Königin da ist. Ich hatte, glaube ich, eine gesehen und dann auch markiert. Ah, okay, hier ziehen die irgendwas Komisches wieder. Hallo raus. Sieht aus wie eine Weiselzelle, ist aber natürlich eine Drohnenbrut. Sicherlich keine Stifte. Sehen wir eine Königin? Nein. Also ganz viel Drohnenbrut. Die Stifte, die wir das letzte Mal gesehen haben, sind jetzt verdeckelt und ist Drohnenbrut. Auch hier wieder ein Haufen Drohnenbrut. Wir sehen keine Königin, wir sehen keine Eier. Also entweder ist diese Königin, wo ich da gesehen hatte, nicht begattet gewesen, schlecht begattet gewesen, oder waren Drohnenmütterchen. Also die sehen jetzt auch aus wie Weiselzellen, aber sie sind natürlich keine. Ne? Keine Stifte. Keine Stifte. Aber dann hat ja die Königin, beziehungsweise das Drohnenmütterchen oder Afterweisel, hat ja dann aufgehört, Eier zu legen. Und warum macht sie das? Da müssten ja dann immer noch ein Haufen Eier sein. Sind aber keine. Ja, das bleibt spannend. Auch keine Stifte und auch keine Königin bis jetzt in Sicht. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Das sieht wieder aus wie so eine Weiselzelle. Ist aber nichts drin. Ja, also auch keine Königin bis jetzt gesehen, keine Stifte, keine Eier gesehen. Bis jetzt ist irgendwie nichts drauf. Und hier haben wir wieder Futter, keine Königin, keine Stifte, wieder irgendwie ein Spielnäpfchen, keine Königin. Aber auch keine Eier mehr. Was ist mit der Weisel bzw. mit der drohnenlegenden Biene passiert, die keine Eier mehr legt? Komisch, sehr, sehr komisch. Von vorhin habe ich jetzt hier so ein Weiselnäpfchen mit einer Arbeiterin umgelarvt. Die stecke ich jetzt einfach hier mal rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist noch ein starkes Volk. Eigentlich müsste man da jetzt noch eine Brutwabe reinhängen. Oder man könnte hier versuchen, auch wieder einen Zuchtrahmen zu geben. Die würden es dann aufziehen. Ja, also hier müsste man dann nicht noch entweiseln. Oder im Honigraum Absperrgitter dann. Und hier könnte man eigentlich direkt die Weiselzellen reingeben. Dann, wenn wir das schon so sagen, dann bereiten wir es doch wenigstens schon mal vor. Dass, wenn ich Lust hätte, es zu machen oder eine Brutwabe reinzuhängen, brauche ich Platz. Also kommt die hier jetzt raus. Die schiebe ich nochmal ran. Jetzt machen wir zu. Und wenn ich noch genug Näpfchenhalter habe, dann werde ich den anderen zweiten Rahmen auch umlarven und dann hier einweisen, zum Aufziehen reinhängen, genau so rum. Gut, also schauen wir mal, vielleicht bis später. Ansonsten keine Weiselzellen mehr, keine Drohneneier mehr, keine Stifte mehr, keine Mutter. Wenn man das jetzt so lassen würde, würden die halt peu à peu sterben. Warum lecken die diese Königin Biene ab? That's it.